Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront mit mir, dem D-Wix. Wir schauen uns heute das Update für alle an, die nicht den Season Pass haben. Das heißt, die das ganze Update erst in 2 Wochen sich kaufen können für 15 Euro, glaube ich doch. Das ganze Update wird dann wahrscheinlich heute Abend nochmal von Nico und so kommen, nur ich wollte das halt so machen, dass für die, die den Season Pass nicht haben, dass sie das auch wissen, was sie da erwartet, ob sich das jetzt lohnt oder ob sie sich vielleicht doch lieber einen von den alten Skins kaufen sollen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei dem Aussehen gab es jetzt bei dem Imperium jetzt einen neuen, wo war auch im Trailer zu sehen, wir können jetzt hier den Schocktruppen ab Rang 70 kaufen für 20.000. Dahin werde ich auf jeden Fall sparen, weil der sieht schon geil aus, wenn du mal so ein bisschen Farbe an dem Stormtrooper hast. Den weiteren gibt es bei dem Rebellen noch einen, das ist der Bespin Flügelwache. Die ist jetzt nicht so mein Typ, ehrlich gesagt. Also mir gefällt sie nicht, vor allem frage ich mich gerade, warum hier ein Holster ist ohne Pistole. Ja, zur Deko. Aber auf jeden Fall, mir gefällt sie nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht lieber gleich hier den roten nehmen. Da, komischer Bug. Emojis gab es nicht. Blastern, jetzt kommen wir zu den Blastern. Die gibt es leider nur in Season Pass. Ich glaube, das hat jetzt alle interessiert, weil Blaster ist eigentlich was Tolles. Aber wie wir hier sehen, das ist die Blasterpistole von, ich denke mal, Lando. Nee, das ist einfach nur eine Blasterpistole mit Wärmebildvisier. Die da nicht da mit Lando oder so. Und dann die EE4. Feuerrate, also ich glaube, das wird dann wieder so eine Scheißwaffe wie die Pampa hier. Das kann ich mir gut vorstellen. Die wird einen dann so auf den Sack gehen. EE3, eine kurze. Ah. Also, ihr, das ist die kurze Version von der hier. Also, naja, also mir gefällt sie nicht. So unbedingt. Die Waffen. Also wegen den Waffen würde ich es mir nicht kaufen. Also so den Season Pass meine ich jetzt. Kaufen werde ich es mir auf jeden Fall schon, aber. Naja, auf jeden Fall, jetzt sind wir bei den Sternkarten und da gibt es jetzt einmal die Sternkarte Störung. Das heißt dann, man wirft praktisch wie so eine Elektrogranate, die bleibt dann so auf dem Boden für eine Sekunde und deaktiviert alle Blaster, Geschütze und Droiden. Also so eine Störungswelle, sage ich jetzt mal. Muss nicht elektrisch sein, sondern kann auch einfach, was weiß ich, irgendwie so elektrischen Dingen oder irgend so Mullo kommen. Auf jeden Fall, dann gibt es noch das Skarnfertglas. Damit können wir, das sag ich jetzt immer, wenn jetzt mein Mauszeiger so ein Feind ist, können wir den damit scannen. Und mein Freund könnte den dann wahrscheinlich durch die Wand sehen. Gibt es aber auch nur durch den Season Pass. Aber ich erzähl's trotzdem nochmal, weil ich kann es jetzt noch nicht vorführen, deswegen. So, und die Schockgranate ist einfach dafür, dass man kann sie werfen und alle, die da drin sind, bleiben für, was weiß ich, eine Sekunde oder so einfach stehen. Sie wissen, die sind halt gelähmt dann. Ja, ehrlich gesagt, das war's auch schon. Finde ich wirklich sehr schade bei den Huttenaufträgen. Also, wie gesagt, man muss jetzt die Waffe sich wieder bei den Hutten da abholen. Hier, das hier mit 30 Kills mit der EE3. Erziele 3 Blastergewehrserien. Erhalte 10 Generatorverteidigung Events. Alles klar. Und ach so, das ist doch. Na doch, es ist doch Landos. Es ist Landos Waffe. Auf jeden Fall. Dann müssen wir 15 Kills als Lando machen. 5000 Kills mit Sabotage, das wird wahrscheinlich ein neuer Modus sein, den ich nicht vorführen kann. Erziele 10 Kopfschüsse mit Blasterpistole. Okay, ich glaube, das ist sehr einfach und das eigentlich ist das allgemein sehr einfach.
Ja, ich glaube, das wird dann heute Nico nochmal vor alles sagen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach nochmal schnell eine kleine Runde Outro Rim dahinter. Und ich, ja, dann sehen wir uns in der Runde wieder. In der Runde angekommen gehen, sehen wir gleich, wir haben jetzt hier keine Einstellungen mehr und sowas. Also es hat sich wirklich schon was verändert. Ach so, was ich noch sagen wollte, jetzt. Ja, jetzt ist auch Partnerstadt oben. Jetzt können, wenn wir Leertaste machen, sollten wir. Genau, wir sollten, wenn wir jetzt Leertaste klicken, spawnen wir gleich beim Partner. Das ist ehrlich gesagt sehr cool. Finde ich jetzt, weil ich mir das angewöhnt habe, immer gleich Leertaste zu drücken. Und das dann immer nervig für Nico und so war, wenn ich dann nicht bei ihm gespawnt bin. Ja. Dankeschön. Ja. Wie wir es sehen. Ich hoffe, es ruckelt nicht so ganz. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich denke mal, dann werde ich einfach. Ja, dann werde ich wahrscheinlich einfach hier das rausgeschnitten haben. Was? Und einfach nochmal was dazu gesagt haben und so. Ich sehe das ja dann. Ja, man weiß, sieht jetzt, mit was man ihn gekillt hat. Ist vielleicht ganz toll, wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, irgendwo eine, was ist ich, hier so eine Annäherungsmine hingesetzt hat. Ist gerade der Name nicht eingefallen. Und irgendwann, mitten in der Runde, kriegst du Punkte. Und dann siehst du dann da wahrscheinlich Sprengsatz steht dann da. Das ist vielleicht sogar ganz gut, ja, das ist ehrlich gesagt. Oder man sieht dann auch, ob ich ihn jetzt mit der Deoxys Grenade gekillt habe oder mit der A280C, sagen wir mal, haben die jetzt hier so geworfen. Entschuldigung, wir haben die jetzt hier so geworfen. Gehen wir so nach hinten, kommen so hin und auf einmal ist er tot. Da sehen wir dann, wir haben ihn mit der Deoxys Grenade gekillt. Ist ganz okay, ja. So, jetzt muss ich mich mal kurz hier auf den. Auf den Heidi da hinten konzentrieren. Warum hat das jetzt geleckt? Das, Alter. Bin ich da. Ich glaube, ich bin da vor so einem Ding geflogen. Kann das sein? Ich bin bestimmt vor so einem Ding geflogen. So, Infanterie. Alter, 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 Alter. Ja, alles klar. Entschuldigung für den Motorsound, falls ihr den gehört habt. Ah, okay. Also wir sehen jetzt auch, wie viel der Held noch Leben hat hier. Das kleine Item. Und was er für ein Held ist. Was ist das da hinten? Ach, das ist wahrscheinlich mein Freund, der gerade gestorben ist. Ist auch was Tolles. Cool, so kann er mich nicht killen. So, wie wir gerade sehen, spielt der Curry Star Wars. Ja. Ich werde mich gleich zu dem gesellen. Der wird mir dann sehr viel erzählen in so einem Müll. Wer nennt sich so? Ganz ehrlich. Das ist nicht so toll. Finde ich, also ich würde mich niemals als irgend so einen dreckigen Zeitencode nennen, weil das ist ja dann dumm. Meiner Meinung nach. Alles interessiert bestimmt gerade die wenigsten. Aber egal. Geht's denn hier lang? Ging's hier schon? Ach ja, hier ging es ja schon immer lang. Das hat sich da mal irgendwann geöffnet, genau. Jo. Erstmal hier gechillt. Okay. Ich bin gerade nicht sehr gut. Kann sein, weil ich aufnehme. Weil immer, wenn ich irgendwie aufnehme, bin ich. Egal, was ich mache, einfach nur scheiße. Das ist so. Ich kann es nicht ändern. Tut mir leid, Leute. Bitte verzeiht mir das. Ja, das würde ich aber merken, wenn sie mir auf der Nase rumtanzen würden. Alter.
Okay. So. Gehen wir hier hin. So, den haben wir erstmal. Habe ich das Gefühl, oder gibt es jetzt weniger Punkte für Kills? Hey, ich habe wirklich voll das... Guck mal, man kriegt immer nur 100, oder habe ich das gerade falsch gesehen? Ich hoffe doch nur, ich habe das falsch gesehen, weil wenn es da wieder so übelst wenig Punkte geht, habe ich dann nämlich auch keinen Bock mehr drauf. Warum? Kill Assist, alles klar. Entweder ich krieg nur Kill Assists oder. Sie haben das wirklich runtergeschraubt. Alter. Kann der Junge sich dann mal in. Geil! Also, geht niemals hier rein. Sag ich euch schon mal. Sag ich euch fürs. Zum Guten. So, Entschuldigung, dass ihr. Warum kommen die alle von hinten? Haben die keine Hobbys oder was? Alter, ganz ehrlich, ich spiele jetzt so hier wieder. Das ist ja unmöglich. Doch, jetzt gibt. Hey, es gibt aber wirklich voll wenig Punkte im Moment. Hallo? Macht er mir hier einfach Schatten? Ich würde mich gerade sonnen. Nee, war Spaß, aber. Das finde ich jetzt echt gesagt ein bisschen scheiße. Wenn man jetzt für jeden Spieler fast nur 100 bekommt oder 150 vielleicht sogar noch für Kopfbonus hier. 200 für Kopfbonus. Hey, Alter, ich muss mir mal eine Aufnahme von letztens an reinziehen und gucken. Ach, das ist Transporter-Verteidigpunkt, aber trotzdem. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall weniger aus, wie es früher war. Wahrscheinlich haben sie das wirklich geändert, weil da einfach so richtige Bro-Gamer sind, die ihre KD dann übelst leicht aufgebessert haben. Einfach mal so in eine Runde gehen und dann war sie schon. Warum, Alter? Habt ihr das gerade gesehen? Es hat gerade voll geleckt. Die Tür ging nicht auf, auf einmal war ich schon drin. Wow. Danke für den äußerst netten Spawn Point. Den wollte ich haben hier, Alter. Wieso sieht er mich schon da hinten? Wieso? Könnt ihr mir das mal einfach mal erklären? Boah, bin ich gespannt drauf auf den neuen. Ihr, auf den neuen Schocktruppen. Hey, es gibt wirklich nur noch 100 Punkte für einen Player. Das ist jetzt echt gesagt. Weiß ich, das sieht sehr wenig aus, so wenn du dir das mal anschaust. So 100 Punkte. Früher hat man da immer 300 oder sowas bekommen. Nur allein durch den Spieler, oder? Das kommt mir das jetzt nur so komisch vor. Ich weiß es nicht. Sieht alles sehr. Also, auf jeden Fall. Vielleicht. Das waren niemals 100 Punkte. Das haben die auf jeden Fall runtergeschraubt. Das können die mir nicht erzählen. Ich meine, du kriegst auch schnell Punkte, nur. Alter. Das war mal ein Kill. So, türkische Herausforderung wäre abgeschlossen. Mein Ziel habe ich jetzt zwar knapp verfehlt, aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Abonniert uns, wenn ihr weiter Star Wars Battlefront Videos sehen wollt. Und schaut mal bei meinem Freund Wurm 8 vorbei, falls ihr Minecraft mögt und auch Minecraft-Videos schaut, dann könnt ihr, oh guck mal hier, jetzt können wir das dann noch überspringen, das ist ja auch toll. Dann könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen, der Link natürlich ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal.